Grüß Gott, Bischof Hauke. Sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen Dank für die Leser von CutNet und die Zuseher auf CutTube. Was sind denn Ihre ersten Eindrücke hier vom Weltjugendtag in Madrid? Außer, dass es sehr heiß ist, freue ich mich natürlich, dass viele Jugendliche gekommen sind, die man jetzt auf den Straßen schon sehen kann. Im Hinblick auch auf das Kommen des Papstes sind die ja, denke ich, jetzt alle schon vollständig angetreten. Und das ist für mich immer noch auch sehr beeindruckend, dass so viele junge Leute, die aus verschiedenen Ländern kommen und sich zu Christus bekennen, hier dann einfinden. Ich komme aus einer Diaspora-Situation, wo eben relativ wenig junge Menschen dann auch Christen sind. Und deswegen freut es mich hier besonders, so viele erleben zu können. Aber sind auch aus Ihrer Diözese einige hier? Haben Sie schon Gruppen getroffen? Es sind 150 Jugendliche aus dem Bistum hierher gekommen mit den Jugendseelsorgern der Diözese. Und ich habe sie jetzt schon getroffen und sie sind gut dabei. Sehr schön. Was glauben Sie denn, was sind denn die Fragen, die sich ein Jugendlicher stellt, der hier doch auch durchaus Strapazen auf sich nimmt, um hierher zu kommen? Was bewegt ihn? Warum kommt er hierher? Warum tut man sich jetzt salopp gesagt das an? Ich vermute, die Erfahrung von vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt ist für einen Jugendlichen aus der Diaspora ganz wichtig, dass er zumindest im Hinterkopf, wenn er wieder zu Hause ist, weiß, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, sondern ich weiß mich verbunden mit hier vielleicht 2 Millionen Jugendlichen, die aus der ganzen Welt hier zusammengekommen sind. Und das ist so für die innere Ermutigung doch etwas sehr Bedeutsames. Wenn Sie sagen, es ist wichtig, diese Ermutigung für die Jugendlichen, wie empfinden Sie das als Bischof, wenn Sie hier sind und wenn Sie diese Massen an Jugendlichen, die strahlend sind, die sich freuen, die feiern, die aber auch sehr tief beten und in die Stille gehen, wenn Sie das alles erleben, was empfinden Sie dann als Bischof? Ich bin ein bisschen zerrissen, gerade heute durch die Erfahrung meiner Katechese, wo einige Jugendliche kamen und sagten, ja, wenn man jetzt immer so viel an die Mission denkt, das trifft uns nicht, denn wir sind ja schon eigentlich Christen. Und ein anderer kam und sagte, ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie uns, obwohl wir hier so viele katholische Jugendliche erleben, doch auch sagen, das ist eben nicht das Normale, was wir zumindest zu Hause erleben, sondern wir brauchen eben auch die Überlegung, wie kann ich meinen eigenen Glauben und den von anderen auch vertiefen oder überhaupt jemanden an den Glauben heranführen. Und also was empfinden Sie dann, wenn Sie hier sind? Gibt Ihnen das auch eine Kraft? Gibt Ihnen das auch Stärkung? Ist das auch eine Stütze, ein Halt, auch für einen Priester, für einen Bischof? Also ich bin auf der einen Seite sehr froh, dass ich das hier miterleben darf. Deswegen bin ich auch trotz der Hitze hergefahren, wusste das ja schon, aber bin auch immer sehr nachdenklich, wenn ich wieder nach Hause komme, weil ich immer auch so die Frage habe, wie kann ich das, was hier Jugendliche auf sich nehmen, anderen vermitteln, sodass sie selber Freude am Glauben finden. Und das ist ja der ausschlaggebende Punkt. Wenn ich jemanden für Christus gewinnen will, dann muss ich Freude dran haben. Und man kann mit Freude davon erzählen, was man hier erlebt hat. Und dann vielleicht schwappt etwas rüber und jemand sagt, ach, da möchte ich eigentlich auch dazugehören. Sie haben jetzt gerade die Freude angesprochen. Ich glaube, das empfindet man ja ganz stark hier, diese unglaubliche Freude unter den Jugendlichen, die hierher gekommen sind. Was würden Sie denn jetzt einem Kritiker, davon gibt es ja auch leider einige in Deutschland, aber auch in Österreich, einem Kritiker der Kirche und auch vielleicht des Weltjugendtages antworten, wenn er sich hier eben doch ein bisschen anders äußert? Ich würde ihn eigentlich einladen, mit hierher zu kommen, um das zu erleben. Denn nur so rein theoretisch darüber zu reden und nachzudenken, ob das sinnvoll ist, ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss einfach dazukommen und die Jugendlichen sehen und ihre Freude sehen. Da wird man meistens doch schon etwas zurückhaltender in seiner Kritik.
Jetzt kommt ja der Heilige Vater nicht nur nach Madrid, sondern sehr bald auch nach Deutschland. Was erwarten Sie von seinem Deutschlandbesuch? Merken Sie schon relativ stark die Vorbereitungen? Was glauben Sie, was wird dann in Deutschland davon überbleiben? Oder was hoffen Sie, was davon überbleiben könnte? Ich war und bin in Erfurt mit der Vorbereitung der Gottesdienste ja betraut, was im Wesentlichen jetzt abgeschlossen ist. Und jetzt geht es um die konkrete Umsetzung. Die Medien berichten sehr unterschiedlich darüber. Positives und Negatives gibt es. Ich erfahre eben relativ viel Positives, vor allen Dingen von Leuten auch außerhalb der Kirche, die sagen, das ist einfach eine Anerkennung auch unserer Situation, unserer kirchlichen Situation oder auch eben nicht-christlichen Situation, wenn der Papst kommt, dass er bewusst sagt, ich gehe in die Diaspora oder dahin, wo eben Christen auch in der Zeit des Sozialismus und Nationalsozialismus überlebt haben, um dort auch Danke zu sagen für dieses Zeugnis. Ich hoffe mir eigentlich im Wesentlichen eine Ermutigung aller, die in der Diaspora-Situation durchhalten und sagen, wir versuchen auf unsere Weise kirchliches Leben zu gestalten. Herr Weihbischof Hauke, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen auch sehr viel Kraft und dann auch viel Erfolg für den Papstbesuch in Deutschland. Vielen Dank.